Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier wieder im Sonic Seducer Sauna-Bereich und haben uns zwei Spielleute dazu geholt. Ja, der Aufruf ist mal großartig. Ja, den hatten wir schon hinter uns. Ne? Na, Klassiker ist einfach wundervoll. Ja, extra für euch. Ne? Also, Saltatio Mortis, Lasterbike und Alea sind bei uns, haben sich netterweise noch die Zeit genommen, nach ihrem Auftritt hier mit uns zu sprechen. Wie war es auf der Bühne? Heiß. Großartig. Heißer als hier? Großartig. Ja, es war heißer als vorher. Aber ohne Aufguss diesmal. Ohne Aufguss, ja, den haben wir selbst gemacht, zum eigenen Saft. Ne? Aber es war einfach grandios. Also, sehr schön. Das Publikum war so dankbar und so schön dabei, es hat einfach nur Spaß gemacht. Schwebt ihr jetzt noch so ein bisschen auf Wolke 7? Seid ihr noch so im Adrenalinrausch oder schon ein bisschen runtergekommen? Ich war schon essen gerade. Ach, und, das erdet dann. Ja. Also direkt nach der Bühne ist man jetzt wirklich nicht zurechnungsfähig. Aber das ist so, in einer Stunde gibt sich das dann. Wie ist das für euch? Ich meine, ihr seid ja gefühlt eine Band, die eigentlich permanent nur unterwegs ist. Ja. Wenn ihr jetzt auf so einem Festival wie Meraluna spielt, ist das dann schon so auch so ein bisschen ein Stück weit Routine? Oder habt ihr dann schon das Gefühl, dass das auch was ganz Besonderes hier noch ist? Also ich würde sagen, Routine kann man nie sagen. Es war eben wieder, man rennt auf die Bühne raus, sieht die Masse Menschen und dann schluckt man erstmal und sagt so, puh, jetzt muss aber klappen. Und das ist schon, ich glaube, das will keiner mehr so, diese Routine-Sache auch irgendwie anstrebt. Das ist immer so ein bisschen dieser Reiz, komm, das kriegen wir heute hin und das wird mir dann großartig und wir kriegen es, machen es mal zum besonderen Moment irgendwie, sowas, was auch nicht wieder zu holen ist. Und, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wir haben uns die Demut vor der Bühne, glaube ich, alle sehr gut erhalten. Aber gibt es denn jetzt auch Auftritte, wo du, weil du sagst, heute muss es klappen, wo es denn gefühlt nicht so richtig? Ja, klar, gestern Abend. Das war gestern Abend. Gestern Abend war einfach, das ist so. Ich würde ja auch sagen, Routine ist falsche Wort. Aber natürlich, ich habe auch vorhin an der 11. Bühne noch gedacht, wow, erst einmal Meraluna, Gott, war das groß. Und heute hat es sich natürlich relativiert. Also es ist halt nicht mehr so, dass man da steht mit offenem Mund und einfach die Kinnlade immer hochkriegt, sondern einfach, also man kann damit umgehen, weil man es halt schon öfter gemacht hat. Ja. Aber wovor man halt einfach nicht gefeit ist, wenn mal der Kopf nicht mitspielt, ja? Also so, bei mir gestern war, wenn man so irgendwann ab der Hälfte der Show ist mein Kopf spazieren gegangen und ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Dann machst halt Fehler und bist unzufrieden und so. Das passiert, ja. Das ist alles live, wir sind Menschen. Und deshalb war ich heute extrem konzentriert. So nach so einer für mich und meinem eigenen Standard schlechte Show wie gestern, will man dann halt wieder wettmachen und dann geht man halt sehr, sehr fokussiert rein. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, schon den ganzen Tag so. Und mich im Backstage hingesetzt, oh, Setliste, okay, dann kann ich das machen, alles klar. Alles entspannt, renn auf die Bühne rauf und meine Ohren machen. Tinnitus, oder? Ne, also so dieses, dass einem die Ohren zu fahren. Ach so. Und das hielt drei Songs an und es war so, oh mein Gott! Aber das haut dich dann erstmal kurz so ein bisschen aus der Sicherheit raus, aber auf der anderen Seite ist es auch cool, weil es dann so dieses, okay, es läuft trotzdem, krass. Wie bereitet ihr euch denn so, bevor ihr auf die Bühne geht, vor? Ich glaube, ich habe mal gelesen, du machst auch irgendwie intensives Fitnessprogramm immer. Ist das noch aktuell? Oder? Also, was heißt Fitnessprogramm? Ich mache mir halt warm. Ja. Oder ein bisschen Gelenke warm machen, ein bisschen durchnehmen. Einsinken halt auf jeden Fall. Ganz wichtig, ja. Ja. Und dann Feuer frei. Ja, ich habe auch so eine Routine seit Jahren schon. Ich habe schon so ein Practice-Pad für Schlagzeuger. Ja. Und spiele dann unterschiedliche Warm-ups. Auch unterschiedlich lang, also es ist auch so tagesformabhängig. Im Backstage-Raum? Ja, genau. So. Und dann gibt es dann gibt's halt Tage, wo du dann irgendwie merkst, so, heute läuft nichts zusammen. Ne? Du musst ja halt die Zeit nehmen, klar anzugehen. Dann gibt es Tage, da spielst du irgendwie ein paar Rudiments und sagst, vor, alles klar, hoch. Das ist unterschiedlich. Dann mache ich auch ein bisschen Stretching. Einfach so, dass so Rückenmuskulatur warm ist. Und dann, das habe ich gestern nicht gemacht und heute wieder gemacht, nur so ein bisschen so. So mentale Fokussierung einfach so zu mir kommen und das hilft sehr und ich merke, dass wenn ich es nicht mache, dann wie gesagt gibt es die Chance, dass mal der Kopf spazieren geht und so der berühmte Mindfuck passiert, der ist dann größer, aber man hat es in der Hand, also letztendlich
Das klingt so eklig konservativ, aber eigentlich ist es schon schlau, wenn man das macht. Ist es denn, wenn ihr mal eine Weile nicht mehr gespielt habt und dann wieder eine große, lange Headliner-Show kommt, sodass man auch teilweise merkt, so, und dann geht so ein bisschen die Füße an, dass man ja wieder ein bisschen mehr trainiert? Das war ja für unsere Verhältnisse heute irgendwie ein Sprint. Ja, ja. Also wir sind ja eher 2-Stunden-Shows gewohnt. Ja, ich meinte auch nicht heute, aber gerne. Ja, das merkt man. Also wenn wir tatsächlich eine längere Pause haben und dann womöglich Kaltstart aus der Winterpause in den zweiten Teil der Tour oder sowas, das sind so die Worst Cases. Mhm. Da dann 2 Stunden Sauna im Club, ohne dass die Konditionen, also da muss ich auch wirklich sagen, da bereite ich mich dann über Wochen hinweg drauf vor, dass das der Körper mitmacht. Ja. Weil sonst, da sind die 2 Stunden ultra lang. Und das ist krass, dann ein halbes Jahr später am Ende von so einer Sommersaison irgendwie, ist es dann so, ah komm, da schon mal noch ein. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch ein ganz wichtiges Thema für dieses Interview, was wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen dürfen. Ihr habt ein neues Album am Start, das jetzt nochmal verschoben wurde. Brot und Spiele. Ihr habt ja mit dem Vorgänger Zirkus Zeitgeist auch so ein bisschen so diese sozialkritische Schiene mehr noch angedeutet oder nicht nur angedeutet, eigentlich auch selbstverständlich umgesetzt. Ja. Genau, ich glaube nicht angedeutet. Also Sozialkritik war ja eigentlich schon immer bei uns dabei. Ja. Und letztendlich, wenn man mal ganz lang zurückdenkt, sogar schon während Straßenmusikerzeit. Damals haben wir natürlich Instrumentalmusik gemacht, aber unsere Sozialkritik fand in den Ansagen statt. Dann hat sich das so ein bisschen in die Texte geschiftet, aber noch sehr metaphernreich formuliert. Also zum Beispiel fällt mir so spontan ein, auf Sturm aufs Paradies war Fiat Lux. Das ist ein reinrassiges Anti-Atomkraft-Lied, aber halt noch so formuliert, dass es im Prinzip wie eine Erzählung daherkommt. Und dann haben wir im Prinzip mit dem Schwarzen einmal eins angefangen und der Zirkus Zeitgeist fortgesetzt. Wenn wir schon ein kritisches, ich sag mal sozialkritische Lieder schreiben wollen, dass wir uns einfach auch die Freiheit erobern, dann dort mal Klartext zu sprechen. Und das haben wir einfach nur konsequent fortgesetzt. Was wir aber auch gemacht haben, ist gerade bei Brot und Spiele, wir haben bei einigen Liedern Klartext gesprochen, wir haben aber auch dann versucht, bei der Themenauswahl sehr viel breiter zu werden. Also wir haben lustige Songs drauf, wir haben positive Songs drauf, wir haben Songs drauf, die ganz kleine Geschichte erzählen, also das individuelle Erleben. Und natürlich haben wir auch eine große Geschichte, Weltgeschichte, Politik drin. Ich habe jetzt nur das angeschnitten, weil der Titel Brot und Spiele ja quasi das schon so ein bisschen impliziert, so eine Sozialkritik und auch vielleicht so ein bisschen was Politisches. Ja, es ist ja letztendlich so, also ich hatte mich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit dem Untergang der Römischen Republik beschäftigt. Mhm. Der gute Cicero hat dazu ja eine ganze Menge verfasst. Und es ist halt sehr spannend, dass letztendlich die Römische Republik unterging aufgrund einer popularen Bewegung, einer populären Politik. Und da sind halt Politiker auf die Rostra geklettert und haben gebettert, euer Brot wird von Nichtrömern weggefressen, jagt sie aus der Stadt. Ja. Und ich erkenne da Parallelen zu heute. Und wenn man sich dann anschaut, wie es dann weiterging, ja, dann überschritt Cäsar den Rubikon und die Diktatur war da. Und ich hoffe, dass uns das erspart bleibt. Auch wichtig, dass Künstler die Stimme erheben. Und das finde ich auch. Das aber eben nicht nur Künstler. Ich finde, das hat jeder in der Hand. Und ich finde, jeder sollte seine Stimme erheben und im Zweifelsfall auch aufstehen und sagen, das ist gerade nicht okay, was er hier treibt. Ich denke, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Kann man sich dann lassen. Leute, 17.8. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein bisschen supportet. Wir sind für euch. Saltatio Mortis, denkt dran, also 10.8. Brot und Spiel in eurem Leben. Vielen, vielen Dank und vielen Dank für den wunderschönen Tag heute auf dem Meer. Bye bye.